Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass das jetzt rausgeht in offene Herzen. Ich danke dir, dass es auch ein Schwert ist, das schneidet. Ich danke dir, dass es nicht nur die Ohren kitzelt, sondern uns verändert. Halleluja. Ich bete, dass du es rausbringst, dass das hervorkommt, was du sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich hatte eine ganz andere Botschaft eigentlich vorbereitet, aber der Herr will uns heute was anderes geben. So ist es halt. Hier auf dieser Erde ist alles in Form von Samen. Alles. Du bist ein Same gewesen. Tiere hatten einen Samen, Pflanzen und auch Glauben. Und da gehen wir mal zum 1. Mose. Erster Mose 11. Und da heißt: Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Ich habe immer gerne das Beispiel, ein Apfelbaum kann keine Birnen hervorbringen. Amen. Geht einfach nicht. Sondern der Same, der gegeben worden ist, der bringt die Frucht hervor. Und selbst im Glauben ist es so, und das finden wir auch im Matthäus 17. Im Vers 20. Und Jesus sagte, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn. Also beachtet, da ist Glauben wie ein Korn. Das Korn ist der Same. Also wenn wir Glauben haben wie ein Korn, dann können wir Berge ist jetzt eben, haben wir ja schon oft gehabt, nicht die Berge, sondern einfach die Probleme. Das ist ein Berg. Und wenn wir Glauben haben, dann können wir sprechen zu den Bergen. Wie ein Korn. Genau. Und dann gehen wir zu Matthäus 13. Und da lesen wir ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Also haben wir wieder Samen säen. Während die aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Das hat uns der Rudolf schon mal so schön demonstriert, dass am Anfang, wenn beim Pflanzen oder eben beim Bauern, wenn der pflanzt, dann fängt an, beides zu wachsen. Und man kann nicht unterscheiden, was ist jetzt das wirklich Gepflanzte und was ist das Unkraut. Sieht man nicht.
Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du, dass wir hingehen und es rauslesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Vers 25, da heißt: Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Ich nenne diesen Samen jetzt mal den Samen der Nichtübereinstimmung. Und was macht der Feind? Warum sät er einen Samen? Der Feind kommt, finden wir im Johannes 10, 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu morden und zu zerstreuen. Aber er ist auch der Zerstreuer, und das ist mein Punkt. Er möchte unter in diesen Weizen, der wächst, sät er Uneinheit. Und was ist sein Ziel? Zerstreuung. Überall liegen Arme, Beine, Hände, wo doch die Bibel sagt, wie könnte das Auge ohne den Arm und so weiter. Und im Moment ist es auch, höre ich immer wieder, dass irgendwelche Leute von meiner Ansicht nach, man kann manchmal schwer unterscheiden, ist es jetzt Leute von Gott oder ist es vom Feind gesendet, aber die streuen Samen der Nichtübereinstimmung. Neulich hat mir ein Pastor erzählt, da kamen welche und die haben jetzt erzählt, dass Gott ihnen prophezeit hätte, Gemeinden werden jetzt abgeschafft. Das ist ein Same. Ja, klar, der ist ja nicht blöd, ne? Also, der will ja nicht, dass der Leib Christi in Einheit kommt, weil wenn wir in Einheit kommen, dann ist nämlich was los. Und zwar nicht der Teufel, sondern dann ist Gott los. Amen. Selbst beim Turmbau zu Babel, die waren so in Einheit, wo sie eine Sprache gesprochen haben. Und dann hat Gott gesagt, die schaffen das ja. Ich muss irgendwas tun. Dann hat er die Sprachen verwirrt. Er musste das machen, weil sonst hätten sie es geschafft. Und immer wieder versucht der Feind, und mir sind so viele Lichtlein aufgegangen, als der Kim Freeborn da war und gesagt hat, dass die Söhne Gottes durch den Geist Gottes geleitet werden. Die Söhne Gottes werden durch den Geist Gottes geleitet werden. Und dann gibt's aber auch Söhne, das sind auch Söhne und Töchter Gottes, die sind aber von ihrem Fleisch geleitet, lassen sich von jedem Wind der Lehre umeinander treiben, zu dem Propheten und hier und hüpfen da umeinander, wo doch die Bibel sagt, es wird Zeit, dass dein Herz fest wird, wo doch Gott sagt, er hat gegeben Pastoren, Lehrer, Propheten und so weiter. Wie kann das jemand schaffen, in die Gemeinde zu gehen?
Leuten zu sagen, Gemeinden, ich bin Prophet und der Geist Gottes hat mir gesagt. Und dann schwören sie weiter in die nächste Gemeinde und dann geht die Hälfte Gemeindemitglieder geht. Wo ich mich dann frage, ja, lesen die denn nicht die Bibel? Weil das passt nicht zum Wort Gottes überein. Und es ist so einfach, weil wenn du das Wort Gottes kennst oder wenn du nicht, das noch nicht kennst, dafür hast du ja dann einen Pastor, der es gut mit dir meint und den du fragen kannst, wenn du dir unsicher bist. Amen. Und es ist nicht nur wichtig, wisst ihr, es heißt ja auch, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht Christus in einem einzigen. Ja, Amen. Weil mit einer Hand, ohne Auge, ohne Beine, da kannst du nicht viel tun. Amen. Aber klar, wenn ich jetzt der Feind wäre, logisch. Ich würde mir nicht auf der Straße die Leute oder so, sondern ich würde mich da mitten in die Versammlung reinhocken. Und er sät Samen der Nichtübereinstimmung, um was zu schaffen? Um Uneinigkeit zu bringen, um Zerstreuung zu bringen. Und manchmal wegen, wisst ihr, also, wisst ihr, diese Stelle, was der Kim zitiert hat, dass die Söhne Gottes vom Geist Gottes geleitet werden, wenn sie werden erben, aber wenn sie auch leiden, zu diesen, ich sage jetzt nicht die Leiden am Kreuz, wir sind erlöst worden, aber diese Schlechtreden, diese Samen der, wisst ihr, ich habe so lange gelitten von Geschwistern, denen ich mein Herz geschenkt habe. Und die gehen, weil ihnen irgendwas nicht passt oder weil ich Eis verkaufe, um andere Menschen zu erreichen, reden über uns, obwohl wir ihnen unser Sein und unser Herz geschenkt haben, aber warum? Warum? Wo ich sag, hey, ich bin da so naiv reingestolpert irgendwie, hab gedacht immer, naja, das dreht sich ja alles um die Liebe, aber wo ist denn die Liebe? Wo ist denn die Liebe? Wegen am Eis jemanden rauskicken? Ich meine, wenn jemand anders denkt, und da hat er ja die Freiheit dazu, aber dann nicht einmal mehr mit den Menschen reden oder sonst was? Und wer macht sowas? Wer macht sowas? Wer bringt sowas? Wer bringt sowas überhaupt in die Köpfe hinein? Und es schaut ja alles so religiös aus. Aber wenn du die Bibel kennst, umso besser du die kennst, dann heißt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir Nütze. Ich bete für mein Essen. Ob das jetzt von Demeter oder vom Zuchtverein oder weiß der Geier was, das ist doch egal. Mein Essen wird nicht immer nur von Christen zubereitet oder hergestellt. Ob es jetzt der esoterische Geist ist oder der geldgierige Geist ist oder der Geist ist, irgendwie ist doch wurscht. Ist doch vollkommen egal. Und dann wird Uneinigkeit gesät, dann geht man dahin und dann, ja, weißt du, und die machen das so, und die machen das so, und die machen das so. Wisst ihr, was ich an meinem Mann so schätze? So sehr schätze? Er war in einer Bewegung, der war der Hammer. Die war der Hammer. Geist Gottes war da. Der Feind hat gesät. Und irgendwann hat Gott zu ihm gesagt, du gehst aus dieser Bewegung raus. Das hat er gemacht. Er hat viel verloren dabei. Und dann sind die Geier gekommen und haben gesagt,
Komm, erzähl uns doch mal Schlechtes über deine alten Geschwister. Dann sind die anderen gekommen und haben gesagt, oh, erzähl uns doch was über die. Und er hat gesagt, nix. Er hat nichts weitergegeben. Er hat nichts weitergegeben, weder von den einen noch von den anderen. Er hat gesagt, wenn jetzt einer Buße tun würde und auf seine Knie gehen würde und sagt, Herr, vergib mir. Wer ist er, dass er den anderen rumerzählen kann? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer sind wir denn, dass wir jeden beurteilen können? Ich habe das Recht, wenn hier jemand reinkommt und meine Schäfchen durcheinander zu bringt, dann habe ich das Recht, habe ich auch in der Bibel gefunden, dann kann ich sagen, ich warne euch vor diesen Menschen, weil der Zerstreuung bringt. Aber ich habe nicht das Recht, öffentlich jemanden an den Pranger zu stellen, weil das ist seine Gottes Aufgabe und nicht meine. Aber Gott, der Feind, möchte Zerstreuung bringen. Dass der Leib Christi schön in Uneinheit ist. Amen. Das ist mir doch wurscht, ob die einen dann die Lehrmeinung haben oder. Ich war mal beim Einkaufen und fahr so mein Wägelchen raus irgendwie und eine andere Dame auch und dann fällt von ihrem Wägelchen, fällt Toilettenpapier auf die Straße. Hat sie nicht gemerkt. Ich nehme das, renne ihr hinterher und sag, sie haben das verloren. Sehr Kreuzler da. Und dann sag ich, oh, sie sind Christ. Und dann sagt sie, und da war von, ne, wir sollen ja lieben, wir sollen ja die Menschen lieben, wir sollen ja alle lieben. Dann fing ich ja an, das war ja schon eine Liebestat irgendwie. Und dann sagt die so, ja, ich bin katholisch. Und dann habe ich gemerkt, wie auf einmal zwischen diese Liebe so wumm, eine Lehrmeinung kommen will. Ich meine, wir sollen nicht mit allem übereinstimmen. Aber dann habe ich mir gedacht, Amen. Sind wir denn besser? Wissen wir denn alles wirklich so besser? Sind wir nicht aus Gnade errettet durch Glauben? Bloß weil wir vielleicht ein paar Offenbarungen haben oder in Zungen beten und so weiter. Deswegen ist es noch lang nicht. Weil das wird alles weggetan, aber die Liebe bleibt. Halleluja. Die Liebe bleibt. Und ob ich jetzt mit rotem Lippenstift predige, ne, weil irgendwie, wenn dann in der Bibel steht, die Frauen sollen keine Perlen und Kopfschmuck und was weiß ich, wisst ihr was? Das ist in dieser damaligen Zeit gewesen. Weil wir sollten uns unterscheiden von den Tempelhuren, weil die so rumgelaufen sind. Aber wenn ich heute im langen Rock und Kopftuch und dort rumlaufe, wisst ihr was? Dann werde ich niemanden heutzutage erreichen. Und Gott schaut in mein Herz rein und nicht auf den Lippenstift. Und der Tätowierte, der erreicht vielleicht irgendwelche anderen Leute. Amen. Nebenbei, Jesus hat gesagt, ich habe euch in meine Hände rein tätowiert. Halleluja. Also wenn Gott schon tätowiert, warum dann wir denn nicht? Ich habe meinen Mann schon gefragt, ob er was dagegen hat, wenn ich mir da auf dem Arm Gerechtigkeit schreibe. Gerechtigkeit. Come on. Amen. 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 Ich habe mir mal das Wort angeschaut. Nicht-Übereinstimmung heißt Uneinigkeit säen. Mangelnde Anpassung. Amen.
Das ist nicht immer einfach. Amen. Mein Mann hat jetzt gesagt, ich möchte nicht mehr, dass der Paul angegürtet wird während des Gottesdienstes. Das passt mir gar nicht, weil die Bibel sagt, der Gerechte lässt sein Vieh frei herumlaufen. Das steht in der Bibel, ich habe die Stelle dazu. Aber ich passe mich an. Amen. Und manchmal gibt es halt auch in der Gemeinde, mir hat es neulich so gut gefallen, wie wir für die Kranken gebetet haben, irgendwie, und dann sagte Marc, okay, ich soll jetzt hier beten. Und dann ist es ja so, dass der Geist Gottes einen führt. Ne? Der Geist Gottes führt mich dann im Gebet. Ich versuche Gott zu hören, was er jetzt tun will, was ich sagen will und so weiter. Und natürlich haben wir alle den Geist Gottes, aber in dem Moment leite ich und niemand anders. Und es ist einfach so in der Gemeinschaft, dass einer dann leitet. Das heißt nicht, dass die anderen nichts zu sagen haben und so weiter. Aber wir sollen lernen, uns anzupassen, dass wir miteinander arbeiten können. Amen. Und das führt uns dann zur Einheit. Ich akzeptiere nicht immer alles, was mein Mann sagt. Nein. Ich verstehe nicht immer alles, was er sagt. Aber vieles akzeptiere ich inzwischen. Weil Gott dann gesagt hat, wir Frauen sollen uns unterordnen im Herrn. Wenn ich weiß, dass der Herr ihn jetzt leitet, dann habe ich meinen Mund zu halten. Auch wenn mir das manchmal heute noch schwerfällt. Amen. Aber wir lernen alle. Uneinigkeit säen, mangelnde Anpassung. Und warum? Das Ganze ist dann auch noch ähnlich dem Weizen, um die Auserwählten zu verführen. Boah. Um die Auserwählten zu verführen. Und vieles klingt auch gut. Vieles klingt wirklich gut. Und irgendwo anders heißt, das habe ich mir aufgeschrieben, das sind Satzungen und Lehren von Menschen. Paulus sagt sogar irgendwo, die das Wort Gottes aus Unwissenheit heraus verdrehen. Die verdrehen das. Haben keine Ahnung. Manche sind nicht einmal in der Gemeinde. Manche haben nicht einmal, ne, sitzen zu Hause am Facebook, wissen alles besser, pointen ihren Finger auf Diener Gottes, wissen alles besser und keine Ahnung von nichts und wundern sich, warum sie immer noch krank, arm, kaputt zu Hause sitzen. Wo Gott mir Liebe für diese Menschen ins Herz sät und du bettelst förmlich, bietest ihnen Gottes Liebe an, vom Feind belogen, kann jedem passieren. Amen. Mir auch. Ist mir auch schon passiert. Aber deswegen predige ich es ja, weil ich darüber mich mittlerweile auskenne. Und das Schöne ist, dass es einen Weg da rausgeht. Weil ich glaube, dass ich auserwählt bin. Ich glaube auch, dass ihr auserwählt seid.
Und jeden Tag ist seine Gnade neu. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Halleluja. Jeden Tag. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Also wenn du gestern einen Fehler gemacht hast, dann ist es nicht schlimm. Aber ändere dein Denken und geh vorwärts. Wir hatten hier eine große Anzahl von Menschen, eine Gruppe, die sich nichts haben sagen lassen, wo wir geduldig, Woche für Woche geduldig unser Herz verschenkt haben. Und wir haben getan, was Gott uns gesagt hat. Wir haben diesen Nation Shop dank dem Herrn, weil dadurch kommen Leute zu Jesus. Amen. Ich habe hier mehrere sitzen, die durch den Laden reingekommen sind. Ach ja, der Nigel auch. Wow. Mehrere, wo Gott sie reingezogen hat. Und dann wird über uns rumgetratscht, wir wollen ja nur reich werden. Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich reich werden wollte? Wisst ihr was? Das geht jetzt gar nicht um anzugeben oder was, aber ich war Friseurmeisterin. Ich hatte am Tag, ich war auf 6 Wochen ausgebucht. Die Leute sind von Berlin mit dem Flieger zu mir gekommen. Ich habe einen Stundenlohn gehabt, was der Laden träumen könnte in der Woche. Also wenn es mir ums Geld gehen würde, dann würde ich kein Eis verkaufen. Aber eins noch. Wisst ihr, warum ich dieses spezielle Eis verkaufe? Weil es heißt, der Gerechte kümmert sich auch um die Tiere. Und mir ist es lieber, ein Eis zu essen von Milchkühen, denen die Hörner nicht schmerzhaft rausgerissen werden, die bei schönem Wetter auf der Wiese stehen können. Und wenn die in ihrem Boden irgendwelche Hörner pflanzen, ist mir das auch wurscht, weil das einen Kalk mit reinbringt. Aber es wird hundertprozentig nicht durch mein Eislutschen ein Dämon in mich reinkommen. Aber gleichzeitig, die ihren Finger auf mich pointen, essen Billigfleisch vom Lidl. Wo Hühner die Flügel abgeschnitten werden, die gefüttert werden mit Medikamenten, die du dann in deinen Körper aufnimmst, ist jedem seine Sache. Aber was ist denn da bitteschön dann der Unterschied? Haben wir nicht als Christen eine Verantwortung hier auf der Erde? Come on, ich predige gut. Und wenn du mir einen Christen zeigst, der Bio-Eis mit Kühen, dann kaufe ich das gern von dir ab. Aber die reden. Sollen's doch mal was machen. Wenn ich mir bei jedem Produkt, das ich mir kaufe, schaue, wessen Geist dahinter steckt, dann werde ich ja viel zu tun. So dumm kann man werden, wirklich, so dumm kann man werden. Aber warum? Um die Auserwählten zu verführen. Dass wir ja nicht vorwärts gehen. Weil wenn du nämlich hier die Gemeinde verlässt, obwohl du hier sein solltest, dann fehlt eine Dienstgabe. Amen. Wenn du mit deinem schönen Gesicht hier rausspazierst, niemand lächelt so schön wie du.
gehen wir mal in Hebräer. Hebräer 6, Vers 7, denn ein Erdreich, das Regen trinkt, der sich öfter, Regen ist einfach bewässert, da kommt das Wort, ne? Haben wir ja vorhin gehört, im Samenform, dann kommt der Regen, das ist der Heilige Geist, dann wird es bewässert und das brauchen wir. Und öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. So kommt der Segen hervor. Also es wird gepredigt, das Wort kommt in eure Herzen hineingesät, dann kommt der Heilige Geist, er bestätigt sein Wort. Einfach, da kommt der Segen hervor. Der Feind will das Wort stehlen, er bringt Samen der Nicht-Übereinstimmung hervor. Und dann, dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Amen. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und immer noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer, sag mal Eifer, beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhalten könnt bis ans Ende. Wow. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Wow. Das ist es, was wir erwarten. Wir gehen unter das Wort, was wir jetzt auch machen, jeden Tag kommt das Wort. Und das ist der Same und das bringt eine Frucht hervor. Eine Frucht der Heilung, Frucht der Errettung, es bringt Frucht hervor. Aber man sieht auch, na, wie der Feind anfangen möchte zu säen. Er sät. Und wo sät er das hinein? In deine Gedanken. Er sät in deine Gedanken. Bin ich jetzt wirklich am richtigen Platz? Haben wir ja neulich schon gehabt. Er schickt dir deinen Traummann vorbei. Oder Traumfrau. Kann ja sein, dass der richtige Partner von Gott geschickt ist. Amen. Das kommt auch vor. Den Rainer hat uns Gott geschickt, das weiß ich. Halleluja. Was auch immer. Ich meine, wir sind hier, die alle hier sind, die sind... Ja, aber selbst dann, wenn du vielleicht noch so gutes Wort Gottes, ne, neulich hat mir auch erzählt, ich habe auf einmal so schlechte Gedanken über dich, Pastora. Woher kommt das?
Aber manchmal fängt dann der Feind an, was zu säen. Und dann trifft man sich mit jemandem. Ach, weißt du. Ich fühle mich nicht geliebt. Gestern hat mich die Pastora nicht beachtet. Ich glaube, bei dir hat sie das auch. Und wisst ihr, so geht es dann. Und dann kommst du in was rein, wo du dann auf einmal so, wie komme ich jetzt aus? Wie bin ich jetzt? So ist es ja Adam ein bisschen gegangen. Auf einmal war der aus dem Paradies draußen und dachte sich, wie ist denn jetzt das passiert? Ja, so läuft's. Ist mir auch schon passiert. Auf einmal bin ich in was Neid geraten, wo ich mir dachte, hä? Na, das hat mit dem Eis gar nichts zu tun. Bis ich dann gemerkt habe, ich bin doch nicht so, ich bin doch gar nicht so, ich war noch nie so. Wie komme ich jetzt da rein? Aber der Weg raus ist umdenken, sagen Entschuldigung, Herr, und weiter. Halleluja. Und ich habe es vorhin erst jemandem gesagt, ich hüte mich über einen Diener Gottes, öffentlich irgendwas zu sagen, ich hüte mich davor. Manche kenne ich ja nicht einmal. Ich kenne da so ein schönes, das ist jetzt zwar nicht in der Bibel, aber das habe ich mir immer mein Leben lang als Leitfaden genommen. Da ist ein Mann und dann kommt einer zu ihm und sagt, hey, ich muss dir was erzählen. Und dann sagt er, hey, prüfen wir es doch erst einmal. Prüfen wir es doch durch die 3 Siebe. Und dann sagt er, okay. Dann sagt er, ist es denn gut, was du mir erzählst? Und dann sagt er, naja, gut wieder eigentlich nicht. Dann sagt er weiter, ja, ist es denn wahr? Ich weiß nicht, ich habe gehört. Das letzte fällt mir jetzt nicht ein. Gut, wahr und, ach, ist es denn nützlich? Naja, eigentlich nicht. Dann sagt er, ja, wenn es weder gut noch nützlich noch wahr ist, dann lass uns das begraben und vergifte mich und dich nicht damit. Amen. Und das Interessante ist, der Mark hat, den habe ich das heute erzählt, der wusste das nicht, ist dieser Weizen, ich habe mir das aufgeschrieben, dieser ähnliche Weizen, der heißt Daumelloch oder Daumellolch. Naja, wenn das schon Daumelloch heißt. Oder Afterweizen. Und der ist dem wirklichen Weizen ziemlich ähnlich und ist aber giftig. Ist giftig. Matthäus 13, im Vers 18, da heißt es, so hört nun das Gleichnis von Sämann. Wer ist denn der Sämann? Der Sämann sät das Wort. Und im Lukas 8, Vers 11, da heißt es, das Wort ist der Same. Also der Sämann sät das Wort. Und jetzt pass auf. Und so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es am Weg gestreut ist.
Dann später kannst du das noch weiter, das kannst du zu Hause noch weiter studieren. Da geht es dann eben, manche nehmen es mit Freuden auf, sind aber Wetter, manche nehmen es mit Freuden auf. Das ist der felsige Boden, hat aber keine Wurzel, ist wetterwenderisch. Ne? Wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung kommen, dann nehmen sie Anstoß. Dornen, der das Wort hört, dann kommen Sorgen und Betrug des Reichtums. Das erstickt das Wort und wird unfruchtbar. Und aufs gute Erdreich, wer es hört, versteht und Frucht bringt. 30, 60, 100-fältig. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das zustande kam, dass das Geld dann, aber das ist eine andere Sache, aber das bringt 30, 60, 100-fältig Frucht. Das Wort. Und, aber im Vers 19, wenn er es hört vom Reich Gottes und nicht versteht. Und jetzt muss ich mal schauen, was steht. Mark, where is this with inside in us, the kingdom? Ah doch, okay. Lukas 17, genau. Lukas 17, im Vers 21 heißt, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Da haben sie dann gefragt, wie kommt denn das Reich Gottes überhaupt? Und dann sagt er, gibt Jesus die Antwort und wenn ihr eine Schlachter habt, dann lest die Fußnote oder korrigiert es in dem Text. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wumm. Das Reich Gottes ist in euch. Was ist denn das? Die neue Geburt. Das ist die neue Geburt. Das heißt, dass die alte Natur raus ist, die neue Natur ist rein, die Gerechtigkeit Gottes, die Natur Gottes. Ne? Deswegen heißt es ja auch, da wir nun Kinder Gottes sind, wir sind Kinder Gottes. Und wenn das jemand nicht versteht, dann raubt dir Satan das Wort. Also du musst wissen, was mit dir passiert ist. Als du Jesus Christus, deinen Erlöser, angenommen hast, dann ist die Sündennatur aus dir rausgegangen und in dich ist die Gerechtigkeit, die göttliche Natur, die DNA Gottes ist in uns drin. Wenn wir das nicht verstehen, dann raubt dir Satan alles. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wisst ihr, ich habe es ja schon mal gepredigt und ich will jetzt das auch nicht abtun, das hat auch seinen Platz. Ne? Manchmal ist Herrlichkeit im Alten Testament, wenn es geraucht hat oder wenn dann Nebelschwaden im Gottesdienst oder was auch immer alles passieren kann. Für mich aber, also in meinem Verständnis, wie gesagt, da gibt es bestimmt auch einen Platz und ist auch wahr. Aber ich habe auch studiert, die Herrlichkeit Gottes ist die Natur Gottes, das Wesen Gottes, der Charakter Gottes. Also Christus in uns, das bringt den Charakter, die Herrlichkeit auf Erden. Gott im Menschen. Ich bin mit Christus gestorben, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt mich. Also ich kann dir das in der Bibel beweisen, dass das drinsteht. Wir sind nicht Christus, wir sind keine Christusse, aber wir sind, Christus ist in uns.
Und das ist es, wir sind ein Same. Wir sind eine Same, eine Pflanzung des Herrn. Und das schauen wir uns auch an. 1. Petrus. Da ist er. 1. Petrus 1. Im Vers 23, da heißt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern, sag mal, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Wort Gottes kam als Same zu dir, du hast Jesus angenommen, dadurch bist du von Neuem geboren worden, durch dieses Wort Gottes. Und dann im 2. Petrus 1, da heißt dann im Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen. Was soll man denn erkennen? Dass er in uns ist, dass das Königreich, dass es in uns ist. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns überaus großen, kostbaren Verheißungen gegeben hat, sag mal hat, damit ihr durch diesen selben der göttlichen Natur teilhaftig werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde der Welt herrscht. Da bist du draußen. Und deswegen sagt er ja, ne, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Was hat denn Finsternis mit Licht zu tun? Gar nichts. Das heißt nicht, dass wir sind in dieser Welt und wir gehen in diese Welt. Und wir gehen, wir reden mit Leuten, wir schauen nicht auf sie herab oder sonst was. Aber wir brauchen von ihnen nichts empfangen. Abraham hat nicht einmal Geld vom Teufel genommen. Er hat gesagt, nicht, dass ich einen Schnürsenkel sogar nehme ich von dir. Das heißt, wenn da Leute kommen, wir erwarten nichts von ihnen, sondern wir haben alles und wir geben ihnen. Amen. Und wir vermischen uns nicht mit ihren weltlichen Systemen, Strategien, Traditionen, sondern wir haben dieses Wort. Und dann ist der Hammer, wo Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und es wurde lange Zeit gepredigt, ja, du brauchst bloß ganz wenig Glauben und Gott wirkt schon. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Senfkorn lässt sich nicht kreuzen. Das ist eine der wenigen Körner, die sich nicht kreuzen lassen. Und Senfkorn kannst du nur das pure, reine Korn. Wenn ihr Glauben habt, wenn ihr reinen Glauben habt, wenn ihr puren Glauben habt, wenn ihr nichts anderes mit reinmischt. In der Offenbarung heißt sogar, dass wir im Wort des Lebens bleibens geschrieben sind, wenn wir auch nicht irgendwas dazu tun und wegtun oder unsere Dinge noch dazu flechten, sondern das reine, pure Wort Gottes, das zum Beispiel sagt, wir sind geheilt. Das zum Beispiel sagt, wir sind gesegnet. Ich fühle mich nicht immer geheilt, ich spüre es nicht immer, ich sehe es nicht immer, aber ich glaube es schon mal. Und wenn wir glauben, dann werden wir es auch sehen. Dann hüpfen wir weiter zum Jesaja. Jesaja.
Jesaja 61. Oh, das ist so eine schöne Stelle. Wisst ihr, und wisst ihr, warum sagt es Gott? Gott sagt es ja nicht. Du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen. Aber er weiß ja, dass die Welt dich zieht. Die zieht dich in was hinein, was dir den Tod bringt. Der zieht dich in was hinein, was dir nicht gut tut. Der will, dass du einen Partner hast. Der will sogar, dass du Sex hast. Hat ja er erfunden. Oh, Pastora. Aber einfach mit dem Partner, der deine Seele nicht zerstört. Nicht mit dem Partner, der zu allen anderen ins Bett auch reinhüpft und dir dann die Krankheiten aufhältst. Und mir ging es so wirklich. Ich meine, ich komme ja vom Himmel, aber in meinem alten Leben... Da war ich in der Welt und wisst ihr, ich meine, du suchst halt, du weißt ja gar nicht, du wirst da hineingeboren, du lebst da, dann gehst in den Kindergarten, in die Schule und dann sagt man dir und du wirst da rumgetragen und irgendwann merkst du dann, wie du verarscht wirst, wie du auf der Suche irgendwie bist und nach Liebe und... Wenn du nicht das Glück hast, gerade in eine gläubige Familie und die dir die Wahrheit alles zeigen von Anfang an, aber in der Welt, da ist ja alles so ausgelegt und ich hatte Spaß, keine Frage. Aber dieser Spaß hat mich ja eigentlich mehr ins Verderben geführt. Dazu ist es ausgelegt. Wenn du das mal gesehen hast, dass das dich kaputt machen will und nicht irgendwo, dann hast du gar keine Lust. Und dann ist es nicht mehr so, oh, ich darf das als Christ nicht, ich darf als Christ tanzen, ich darf fröhlich sein, ich darf alles Mögliche. Aber ich will nicht mehr alles. Jesaja. Jesaja 61. Und ich kenne so tolle Menschen in der Welt, die sind so lieb und so, können sich manche Christen eine Scheibe abschneiden, aber sie sind halt trotzdem leider nicht errettet. Und genauso ist es andersrum, es gibt auch Christen, die hören manchmal einen falschen Geist zu, wie man es von, ne, wo du auch wirklich auch aufpassen musst, wie wir es vom Kim gehört haben. Das sind die Kinder Gottes, die nach dem Fleisch wandeln und dann drehen sie sich um und hauen da Messer in den Rücken. Die verletzen dich, tun dir weh und so weiter. Bloß weil du vielleicht gesagt hast, nein, ich möchte nicht, dass du jetzt jemand die Hände auflegst. Dann rennen sie schreien, oh, ich darf das nicht. Und dann schimpfen sie über die Gemeinde und ziehen her und so weiter. Aber dass ich nicht jeden erlauben kann, hier reinzukommen, was weiß ich, was der für Geister transportiert. Ich bin doch der Schafhirte, also muss ich doch sagen, bitte leg jetzt niemand die Hände auf. Also kann doch nicht jeder hier reinspazieren und tun, was er will. Oder Lektüren und Bücher verbreiten und so weiter. Ich will doch gar niemanden kontrollieren, aber ich habe ja eine Verpflichtung, eine Verantwortung bekommen. Und wenn ich will auch wissen, ne, ich will das auch wissen, was die euch unterjubeln wollen, weil ich lasse hier keinen Wolf rein. Und genauso, ne, die Hobbypropheten, die es jetzt gibt, die dann irgendwo, lieber Gott,
Ne? Jeder hat jetzt mittlerweile eine Webcam und dann sitzt er in der Küche oder im Wohnzimmer und predigt das Wort Gottes. Keiner ist da, der korrigiert, kontrolliert oder was auch immer. Es heißt zum Beispiel auch, ein Prophet, der soll in der Gemeinde vorzeugen, damit er geprüft wird. Jetzt sitzen die Propheten beim Autofahren mittlerweile. Ich darf das. Na, irgendjemand muss hier seinen Mund aufmachen, oder? Und dann sind die Babys, die alle irgendwie, ja, ne, habt ihr das schon mal gesehen? Wenn Vögel ihren Mund aufmachen, hocken im Nest, Mama kommt, ne, haben den Mund offen und die Mutter stopft alles nahe irgendwie. Lass doch nicht alles in dich nahe stopfen. Ja, da kommen welche und ne, dann hocken die da, haben den Mund offen und dann kommt was weiß ich da rein. Jesaja 61. Fire! Am Internet bleiben sie alle da. Brav. Naja, ich meine, das heißt ja auch irgendwie, sie suchen sich Lehrer, die ihnen den Ohren kitzeln irgendwie. Ich kitzel dir vielleicht nicht immer die Ohren, aber das ist meine Liebe auch, weil ich dich beschützen will vor diesem Junk. Amen. Und lang habe ich mich dann auch, oh Gott, jetzt hast du wieder was Falsches gesagt, warst wohl nicht in der Liebe, Pastora, oder so. Aber wenn Jesus daherkam und gesagt hat, ihr Schlangenbruder, euer Vater ist der Teufel, ihr weißgetünchten Gräber, denen muss man das Maul stopfen, das ist nicht mein Wortwahl, das ist Gottes Wortwahl, weil sie bringen ganze Häuser durcheinander, also denen sollte man das Maul stopfen. Sagt mal Amen. Um die Auserwählten zu verführen. Jesaja 61. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Einen Armen eine frohe Botschaft zu sagen, Jesus starb für dich, damit du reich würdest. Halleluja. Er wurde arm. Zu verkünden hat er mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnungen des Kerkers und den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Halleluja. Und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion, das sind wir, Himmelsbürger, zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche. Asche ist tot. Ich war in der Gemeinde, da haben sie sich Asche aufs Haupt gestreut. Und wenn ich dann mit meiner Haarpracht kam, dann sollte ich ein Kopftuch aufsetzen. Kopfschmuck. Freudenöl statt Trauer. Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden.
Bäume, sag mal Bäume, der Gerechtigkeit. Vielleicht tue ich nicht nur Gerechtigkeit, sondern auf meinen Arm, sondern Baum der Gerechtigkeit. Naja, jetzt nehme ich nur erstmal ein wenig ab, ne? Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn. Eine Pflanzung des Herrn, kringelt er das rot an. Baum der Gerechtigkeit. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ein Baum, ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Du bist eine Pflanzung des Herrn. Vielleicht bist du noch ein Bäumchen oder na, der Marc ist schon so eine, sagen wir immer, eine deutsche Eiche. Dann hüpfen wir weiter zum Römerbrief. Kriege ich noch ein bisschen Zeit. Geht noch was. Im Römer 8, das haben wir gehört vom Kim. Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Ist ein Prozess. Das geht nicht von Anfang an. Denn alle, sag mal alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sag das mal. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Frauen mit eingeschlossen. Und das ist es einfach. Ich muss tun. Ich muss tun, was Gott mir sagt. Ich muss tun, was Gott mir sagt. Paulus hat gesagt, wenn ich Menschen gefällig wäre, dann wäre ich kein Diener Gottes. Und es geht nicht immer nach deinem Willen, oder? Aber ich muss tun, was Gott mir sagt. Und du musst auch tun, was Gott dir sagt. Darum manipuliere ich niemanden, in die Gemeinde zu kommen, sondern ich sage, frag du selber, wo du hingehörst. Weil wenn Gott gesagt hat, du sollst hier sein und du rennst umeinander, dann wirst du nicht den Segen bekommen. Aber wenn du dort bist, wenn du das machst, was Gott von dir möchte, aber nicht, weil er sagt, du machst das jetzt oder so, sondern weil er dich leitet und führt auf den besten, richtigen Weg. Er weiß, mit wem er dich zusammenstellt und mit welchen Leuten, dass er dich dorthin bringen kann, wo er dich haben will. Und dann ist es manchmal mit Leiden verbunden, weil es heißt, eben in... Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir Erben. Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden. Das ist manchmal ein Leiden. Das ist manchmal ein Leiden, wenn die Pastora nicht dich so anlächelt, wie du das gern hättest. Es ist ein Leiden, jeden da zu ertragen, den du vielleicht vom Natürlichen nicht magst. Es ist ein Leiden, geduldig zu sein mit Leuten, mit denen du vielleicht in der Welt nicht klargekommen wärst. Es ist ein Leiden, wenn sie rausgehen und über dich schlecht sprechen. Es gibt viele Leiden, die du durchgehst, oder wenn du Gutes tust und danach noch beschimpft wirst. Das sind Leiden, das ist nicht schön. Aber jeder große Dienst, ob es jetzt Copeland oder sonst jemand, die sind da durchgegangen. Und ich mag das, ne? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und so weiter. Aber manchmal bin ich auch in meinen Leiden. Das bewegt mich, das berührt mich. Und dann wieder werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ist ja klar, weil die Natur Gottes... Na, wo Paulus sagt, also ich muss abnehmen und er zunehmen. Und dann wird manchmal was weggeschnitten, egal. Und dann kommt immer mehr seine Natur hervor.
Und da sind wir alle auf dem Weg, weil wir sollen verwandelt werden in sein Ebenbild. Das ist ein Prozess. Du bist nicht gleich neu geboren und wie Jesus. Und dann heißt es manchmal, ne, wir sollen segnen, die uns fluchen. Wir sollen die lieben, die uns hassen. Wir sollen denen Gutes tun, die uns verfolgen und so weiter. Kannst du das? Kannst du das? Ich auch nicht. Aber mit dem Geist Gottes kann ich das. Er kann's. Er in mir kann's. Aber wenn ich dann so im Fleisch lebe und nicht immer nur irgendwo in meinem Auto schwebe und dann schneidet mich einer, dann... segne ich ihn. Aber das kann man nicht von heute auf morgen. Und umso mehr du das probierst, umso mehr geht's in die Hose. Na? Aber sein Wort macht es in uns. Und wir sind Erben. Und in der Apostelgeschichte, da heißt es dann Apostelgeschichte 20, 32, und nun, meine Brüder, übergebe ich euch dem Wort, was die Kraft hat, euch das Erbe auszuteilen. Halleluja. Das Wort an sich hat die Kraft, das hervorzubringen, wozu es gesandt ist. Und das haben wir ja dann auch wieder im Jesaja. Der Sämann sät das Wort. Und dann fällt Regen und es wird nie leer zu mir zurückkehren, sondern es wird durchführen, wozu es gesandt ist. Und das ist, was Gott uns gegeben hat. Sein Wort. Und sein Wort schützt uns. Sein Wort schützt uns. Er gab es uns als Sicherheit. Er gab es uns, damit wir keine Waffen brauchen. Wir brauchen keine Bomben, wir brauchen keine Verstecke, wir brauchen nichts. Wenn wir in ihm sind, wenn wir in diesem Wort sind. Es wird uns auch in seinem Wort keine Sünde angerechnet. Ein Gerechter heißt, der kann nicht sündigen. Du wirst immer weniger sündigen, bis du somit gereinigt bist. Und dann sagt Paulus zu David, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Drum gibt's jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Aber die meisten Christen sind auch durch diesen Samen so belogen, dass sie nur unter Verdammnis, 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 Verdammnis. Aber ist ja logisch, weil der Gerechte herrscht im Leben und nicht der unter Verdammnis. Und es ist auch ein Same von Satan, der wird dich immer unter Verdammnis. Das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, irgendwo. Bäume der Gerechtigkeit. Und ein guter Baum bringt gute Früchte. Du kannst, die Bibel sagt, haltet euch der Sünde gestorben. Dass du mal einen Fehler machst, ist klar. Aber wenn du beständig sündigst und sündigst und sündigst, dann muss ich mich fragen, ob du von neuem geboren bist. Amen. Amen. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Aber klar, du fühlst dich immer blöd irgendwie, weil dir jemand erzählt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Und manchmal, wenn ich dann alle Stimmungen von mir weggetan habe, dann habe ich wieder festgestellt, in mir die Stimme, die war ja richtig. Die Stimme in dir drin, die kennt den Weg, die kennt das Wort, die kennt Gott, der ist in dir drin. Darum sagt die Bibel auch, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft auch alles, prüft, was ich euch sage, ob er es da drin findet. Ansonsten, wenn du es nicht findest, dann oder ich was dazu oder da weglasse oder was auch immer.
Gott sät in die Herzen den Samen, seinen Samen, das Wort, und der Feind versucht es zu stehlen. Egal von wem. Er schickt dir, er kann durch deine Kinder, er kann durch deine Mutter, er kann durch sonst jemand, durch Politik und so weiter, einen Samen der Nicht-Übereinstimmung schicken. Alles, was konträr zum Gotteswort ist, ist nicht Gottes Wort. Und wir sollen es nicht vermischen. Wir sollen es nicht vermischen. Weil es heißt doch, wenn das Reich in sich selber uneins ist, dann wird es nichts. Und das ist der Hammer, wirklich, das ist der Hammer. Wenn das Wort Gottes sagt, dass wir geheilt sind, dann sind wir geheilt. Wenn das Wort Gottes sagt, dass Jesus Christus dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist, dann ist es so. Und wir müssen aufhören, mit irgendwas anders übereinzustimmen. Amen. Und drum sagt er, haltet fest am Bekenntnis, haltet fest am Bekenntnis. Das erzähle ich noch kurz. Einmal, na, da ging es mir so schlecht, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich sterben. Und dann kam jemand rein, ein Christ, und sagt, ja, besser in der Gemeinde sterben wie in der Disco. Und da war ich irgendwie noch ein bisschen, ja. Und dann denke ich mir, Herr, ist heute mein Tag. Und dann sagt mir der Geist Gottes, was steht im Wort? Und der hat es immer wieder wiederholt, bis ich dann, wie Jesus, bis ich dann dahergekommen bin und gesagt habe, ich weiß nicht, wer heute hier sterben sollte, aber es steht geschrieben, Psalm 91, er wird mich sättigen mit langem Leben und ich werde schauen sein Heil. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Also, auch wenn das vielleicht gerade so sich anfühlt und dann noch jemand es sagt, war das nicht der Geist Gottes. Und wir sind an einem Punkt hier als Gemeinde angelangt, dass wir wirklich prüfen sollten, was wir aus unserem Mund hinauslassen. Und dass wir prüfen, was wir uns anhören. Ob es denn mit dem Wort Gottes übereinstimmt. In Eden hat Gott einen Samen gepflanzt. Was kam raus? Abel kam raus. Satan hat auch gepflanzt. Kain kam hervor. Und es hat sich, ich wünschte, wir hätten die Zeit, aber die haben wir nicht, vielleicht gehen wir da noch mal rein. Aber es hat sich immer weiter so fortgepflanzt. Ein Sohn Gottes, ein Sohn des Teufels. Bis hin zu Jesus und den Judas von Ischarot oder so. Der hat so getan, aber er hatte Böses in seinem Herzen. Und hat Gott, Jesus letztendlich verraten. Aber dieser Same, der gepflanzt ist, es soll ja, das Wort soll sich manifestieren, das Wort soll Fleisch sein. Aber wenn das uneins ist, und zu guter Letzt lese ich euch noch ein Gebet von Jesus vor, im Johannes 17. Das ist
aber, Vers 3, das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinen Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht mehr von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie eins seien. Auf dass sie eins seien. Sag mal, eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir, ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Amen. Amen. Halleluja. Can we play a little bit?